Ja, hallo zusammen, ich bin's, Bernd von Motorkomfort. Heute reden wir über die R1200 und 1250 Boxer-Serie von BMW. Oh Mist, falsches Moped. So, passt besser. Wir werden oft gefragt, warum es keine Videos, keine deutschsprachigen Videos gibt über die 1200er Wasserboxer und über die 1250er. Ja, wahrscheinlich wird der Grund sein, dass viele der Motorräder noch der Garantie unterliegen. 2013 rausgekommen, sind die natürlich nach einer Zeit verkauft worden, einige nach 4 Jahren. Dann haben sich die früheren Besitzer neu geholt und haben dann immer wieder Wartungsverträge abgeschlossen, immer wieder Garantieverlängerungen, sodass viele von denen noch in der BMW-Wartung sind. Von daher sieht man auch nicht so viele. Ja, deutsche Videos, aus USA gibt es einiges, aber hier in Deutschland wenig. Ja, deswegen haben wir uns eine kleine Serie aufzulegen über die 1200er und 1250er Boxer. Das ist also nicht nur die GS, sondern auch die R und die RS. Und da ist es halt so, dass wir beginnen mit dem Ölwechsel, natürlich auch mit dem Inspektionsrücksetzen, was man dazu technisch benötigt und wie es insgesamt funktioniert. Ja, dann geht es weiter mit den Bremsen. Viele haben ja Angst, an den Bremsen was zu machen wegen des ABS-Systems und haben sich da erzählen lassen, hier ist so viel Technik und Elektronik dran, da fasst man besser nichts an. Ja, die Legende lebt und BMW davon auch. Also man kann da eine Menge machen. Die Bremsflüssigkeit zu wechseln ist also ähnlich wie bei anderen Motorrädern auch. Der Clou ist natürlich, dass wir hier auch das ABS-System dann hinterher entlüften werden. Und da werden wir auch im Detail auch zeigen, wie das funktioniert. Ja, nächstes wichtiges Highlight ist Ventile einstellen. An den alten Boxern gar kein Thema. Ein paar Schräubchen, halbe Stunde pro Seite, fertig. Hier ist es anders. Hier gibt es also auch wieder diese Shims, ähnlich wie bei Kawasaki. Da zeigen wir euch, wie das funktioniert. Ja, und dann noch ganz wichtiger Punkt, Endantrieb. Da gibt es Sachen, die gibt es gar nicht. Also wenn man da wirklich sieht, wie die Endantriebe aussehen, die sind nicht rostfrei. Also was BMW da verbaut hat, rostet. Und dazu gibt es dann ein gesondertes Video, wo es dann darum geht, hinten das Öl zu wechseln, diese 180 Milliliter da reinzukippen, aber sich vor allen Dingen um den Endantrieb zu kümmern. Ja, das ist also der Ausblick über eine kleine Serie zu den 1200er und 1250er Modellen. Vieles wird auch für die 1300er gelten. Wie wir jetzt schon wissen, hat sich da in vielen Bereichen nichts verändert. Am Ventile einstellen schon. Aber ansonsten bleibt alles ziemlich gleich. Also an den Bremsen hat sich nichts verändert. Der Ölwechsel selber ist auch kein Thema. Und ansonsten schauen wir da mal. Wir werden also dann immer wieder Videos nachreichen. Tipps und Tricks zu sonstigen Sachen an der 1200er, der Gesamtserie, also auch der 1250er, wird es immer wieder zwischendurch geben. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr ja selbst Anregungen gebt, wenn ihr Fragen stellt, was ihr gerne hättet. Wir gehen da gerne drauf ein und machen dazu auch ein kleines kurzes Video. Wer sich selbst nicht antraut, wir machen auch Workshops. Das heißt, ihr könnt bei euch, bei uns euer eigenes Motorrad warten und wir zeigen euch in Teilbereichen und helfen euch dabei, wie es geht. Und ja, wenn ihr daran fit seid, wir erzählen euch natürlich, was ihr alles dazu braucht. Dann könnt ihr also wirklich viel Geld sparen und die Sachen selbst machen. Wie gesagt, es ist eine Art Hilfe zur Selbsthilfe. Es geht also nicht darum, dass wir BMW-Werkstätten ersetzen. Das können wir nicht, das wollen wir auch nicht. Aber wir wollen euch Tipps und Tricks geben, wie man sowas machen kann, wie man selbst bestimmte Sachen warten kann, wo man sich ruhig antrauen darf und wo man mit zurechtkommt. Später wird es auch so sein, dass wir selber die Reifen wechseln an so einem dicken Ding und die auch auswuchten. Das ist auch kein Hexenwerk, kriegt man auch hin. Ganz wichtig ist, ihr abonniert den Kanal, wartet auf die Videos, die da kommen. Die kommen jetzt zeitlich ganz schnell hintereinander und ja, seid dabei, verpasst keine Folge. Ja, und noch ein kleiner Tipp am Rande. Es gibt also einige Bücher am Markt über zum Beispiel hier die R1200er Serie von BMW. Das ist also eins von 3 oder 4 Büchern, die es da gibt. Kann man nur empfehlen. Also es ist dringend wichtig, sich auch so ein Buch zu holen, um da drin, ja, ruhig als Bettlektüre ein bisschen zu blättern.
Ich muss allerdings dazu sagen, wenn man sich jetzt diese Bilder betrachtet, einiges ist schlüssig, einiges funktioniert. So Sachen wie Ventile einstellen. Zum allerersten Mal würde ich damit so mich nicht trauen. Also unsere Videos in Kombination mit so einem Buch und alles ist gut. Von daher nochmal, ich kann euch nur eindringlich bitten, abonniert die Videos, abonniert den Kanal. Wir sind bei euch. Kommen wir nun also zum Ölwechsel. Ein paar Arbeiten kann man machen, ohne dass der Motor heiß ist und man sich da die Pfoten verbrennt und an den Auspuff kommt und sonstige Sachen. Dazu gehört erstmal dieses Motorschutzblech unten abzubauen. Das sind 530er Torx. Einige empfehlen, hinterher beim wieder festmachen, dass man denn da ja etwas Loctite auf die Schrauben tun sollte. Das sind die Schrauben, die haben noch nie Loctite gesehen, also auch noch von keiner BMW-Werkstatt. Von daher würde ich mal sagen, kann man sich das erstmal schenken. Wenn man ganz auf Nummer sicher gehen will, kann vorne ein ganz klein wenig blaues Loctite drauf tun, das 242 oder 243. Die unterscheiden sich allerdings im Drehmoment extrem. Da muss man mal gucken, also diese Losspannung, diese Loskraft, die ist bei dem 242 bei etwa 11 Newtonmeter und bei über 30 Newtonmeter bei dem 243. Also wenn, dann überhaupt das 242 hier drauf. Aber eigentlich, ich lasse es weg. So, als nächstes müssen wir nachsehen, was für eine Überraschung unter der Sitzbank für uns schlummert. Unter der Sozius-Sitzbank gibt es einen Schraubendreher. Wenn man da das obere Teil entfernt, so, dann schaut mal, wie das aussieht. Wo könnte das nun passen? Ja, da, die meisten werden das noch nie gemacht haben, denn in der Regel braucht die GS so wenig Öl, dass man also das normalerweise nicht selbst macht und eigentlich kein Öl nachfüllen muss. Deswegen wissen auch die meisten nicht, wo das Ding steckt. Während des Ablassvorgangs könnt ihr diese Schraube ruhig öffnen bzw. entfernen, damit das Öl besser und schneller abläuft. Um das Öl abzulassen, kann ich euch nur so eine Ablasswanne empfehlen. Die Dinger gibt's bei Polo, bei Lewis und im Internet. Das hat den Vorteil, dass man das also schön hinterher wegstellen kann und dann ja natürlich gesondert entsorgen muss. Aber auf jeden Fall ist da erstmal kein großes Umfüllen nötig und man hat es erstmal im Griff. Ja, damit ihr euch die unnötige Sauerei erspart und das Ding hinterher wieder sauber zu machen, ist auch zu empfehlen, da ein bisschen Frischhaltefolie zu nehmen, das schön auszulegen und ihr seht drumherum einfach mal beschwert mit ein paar Schraubenschlüsseln und gut ist. Ja, der Motor muss heiß sein und gleich werden wir dann die Ölablassschraube öffnen und dann geht's los. So, der Motor läuft warm. Macht euch da keinen Kopf, der Händler eures Vertrauens macht das auch nicht anders. Der setzt sich auch nicht aufs Moped und fährt damit in der Gegend rum, sondern der lässt das hier auf ca. 70 Grad kommen und legt dann mal kurz den ersten Gang ein, lässt das alles ein bisschen drehen und danach war's das. Der Motor hat jetzt Temperatur, ich werde dann mal die Ablassschraube öffnen und dann lassen wir die Gebrühe ab. Die Ablassschraube ist draußen und wir schauen uns die Schraube mal genau an, nämlich den Magneten unten drin. Ja, wunderbar. Die ist also, wie sich das manche im Leben wohl auch wünschen, völlig spanfrei. Und das heißt, wir haben also keinen Abrieb da drin. Natürlich Abrieb, aber nicht in der Form, dass hier Metallspäne rumfliegen oder sonstige Bröckchen. Alles soweit gut. Tja, unten sortiert es vor sich hin. Wir lassen es in aller Ruhe austropfen und machen da nicht zu früh wieder zu. So, mittlerweile ist denn dann auch der Ölfilter entfernt und alles kann in Ruhe tropfen und tropfen. Der Ölfilter, der Originalölfilter, ist von der Firma Mahle. Der, den wir besorgt haben, ist auch von Mahle. Bei dem einen steht natürlich nur eine Original-BMW-Nummer drauf. Was ihr braucht, ist der Mahle 619. Aber wie gesagt, alles in der Videobeschreibung zu sehen. Es ist soweit, der neue Ölfilter kommt drauf. Hier nochmal der Typ.
11 Newtonmeter wird er angezogen. Wie ihr ja wisst, muss man vorher die Gummidichtung ein bisschen mit Öl einschmieren. Das kann man mit dem Finger machen, mit ein bisschen Altöl, damit der gut abdichtet. So, dann suchen wir mal eine neue Dichtung für die Ölablassschraube aus. Und zwar ist das jetzt diese hier. 20 x 24,5 x 1,5. So, die Ölablassschraube ist schon wieder dran. Mit 42 Newtonmeter angezogen. Ja, der Motorschutz, dieses Blech ist auch wieder drunter. Das sind insgesamt 5 Schrauben. Und die werden mit 8 Newtonmeter angezogen. Habe ich jetzt auch gemacht. Wie schon gesagt, kein Loctite dran. Als nächstes können wir Öl einfüllen. BMW empfiehlt ja, was auch sonst, das BMW Motorradöl Advantech 5W40. Das kann man für 20 und mehr Euro pro Liter im Internet kaufen. Das hier hat jetzt gerade mal 11 Euro gekostet. Also im Bundle 4 Liter und ihr braucht auch 4 Liter. Ja, das ging dann für 44 Euro und da waren dann auch schon die Versandkosten mit drin. Also da würde ich jetzt auch nicht auf ein anderes Öl umsteigen. Viele schwören auf Castrol, viele fahren auch statt 5W40 lieber ein 10W30 oder 40, weil die halt sagen, der Motor würde da irgendwie nicht so rau sein. Dieses Motorrad hier ist ja das 18er Modell, also die letzte Evolutionsstufe der 1200er. Hier ist mit dem Getriebe alles gut. Die Maschine hat bislang mit diesem Öl, mit dem 5W40, ja, einwandfrei reagiert. Hier hat es keine Probleme gegeben, kein Klopfen, kein Klingeln, kein zu harter Anschlag, auch beim Schalten nicht. Von daher bleiben wir einfach mal bei dem Zeug. Zunächst mal werden 3,5 Liter eingefüllt, weil wir dann die Maschine starten. Und dann füllt sich der Ölfilter und dann kommt der restliche knappe halbe Liter. Da müssen wir dann genau gucken, was los ist. Ja, einige erzählen, der Ölfilter müsste sich vollsaugen. Der wird vorher schon ein bisschen befüllt. Das ist schon ein Thema, wenn man denn einen Ölfilter hat, der seitlich eingebaut wird. Zum anderen ist es so, wenn der Motor kalt startet, dann geht der Bypass zu und da tut sich dann sowieso nichts, sodass das also sowieso eine ganze Weile dauert, bis das Öl warm wird und denn dann der Ölfilter richtig, ja, durchsättigt ist. Von daher lasst euch da keinen erzählen. In der Werkstatt wird es auch nicht anders gemacht. 3,5 Liter Advantech Ultimate 5W40 sind verfüllt. Ja, dann wollen wir mal den Motor starten. Und lassen den jetzt mal so 2-3 Minuten laufen und schauen dann mal das Schauglas und füllen gegebenenfalls nach. So, das Öl hat sich jetzt etwas beruhigt. Ja, man kann noch ein kleines bisschen nachschütten, aber ganz so viel ist es nicht. Also ein ganzer halber Liter muss da jetzt nicht mehr rein. Und ja, soweit war es das mit dem Ölwechsel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Halt, werdet ihr sagen, das kann doch nicht alles gewesen sein. Es gibt doch da noch mehr Öl. Ja, gibt es. Und zwar am Endantrieb. Genau, da kommen 180 Milliliter Trieböl rein. Da ist die Einlassschraube und hier unten runter ist die Ablassschraube. Ja, das machen wir aber in einem gesonderten Video und zwar hat das folgenden Grund. Ihr seht dieses Gummistück hier, diesen Teil. Wir werden also nicht nur das Öl da auswechseln, sondern wir werden uns den Endantrieb ansehen und werden das hier aufmachen, klappen das alles runter und schauen da mal rein. So viel vorweg, damit ihr schon mal neugierig werdet. Das hier ist nicht wirklich wasserdicht. Wir haben Endantriebe gesehen, da drin ist wirklich die Hölle los. Damit ihr euer Motorrad und den Endantrieb halbwegs retten könnt, vor allen Dingen dann, wenn ihr auch tatsächlich Gelände fahrt oder viel im Regen fahrt, wenn es nass ist oder auch im Winter, dann freut euch auf die nächste Folge, schaut euch das an, was man da tun muss und vor allen Dingen, wie es da drin aussieht. Hier oben gibt es ja nochmal so eine Gummimanschette. Ja, da kommt in der Regel nicht so viel Feuchtigkeit rein. Da oben sieht es meist nicht so übel aus. Wir können uns das trotzdem mal angucken. Ja, das sind also ist eine Wartungsarbeit, die gemacht werden muss eigentlich, aber gar nicht ja, im Wartungsplan von BMW enthalten ist. Hä? Man soll es kaum glauben. Es gibt BMW-Händler, die machen das.
beziehungsweise Werkstätten, die kümmern sich da ab und zu mal drum, vor allen Dingen, wenn die wissen, dass die Kundschaft denn wohl auch wirklich Enduro fährt und ja, die Kiste auch schon mal bis da zur Rattenhabe im Wasser stehen hat. So, noch ein bisschen Öl ist eingefüllt. Jetzt bloß nicht vergessen, hier den guten Schlüssel für unsere Öleinfüllschraube wieder wegzupacken und den Sozius-Sitz drauf zu machen, aber das werdet ihr bestimmt nicht vergessen. So, ist wieder drauf. Das nächste, was jetzt folgt ist, wenn das zum Beispiel nur eine kleine Zwischeninspektion war, also nur der Ölwechsel war, wäre dann das Rücksetzen des Wartungsintervalls ein Thema. Das ist ja die Geschichte, die die meisten normalerweise nicht können. Kommen wir also jetzt zu. Um das Inspektionsintervall zurückzusetzen, benötigt ihr einen OBD-Link-2-Adapter, also hier den OBD-Link-LX. Es gibt auch noch den MX und es gibt auch noch ein oder zwei andere Adapter. Wichtig ist, dass diese kompatibel sind mit der App MotoScan. Diese App erhaltet ihr über den Play Store. Als nächstes entfernen wir die rechte Seitenklappe, wo sich die Batterie befindet. Seit dem Modelljahr 2017 findet ihr darin einen ganz normalen OBD-Stecker. Für die Modelljahre davor benötigt ihr einen speziellen Adapter. Das hier wäre ein entsprechendes Adapterkabel. Alles, was nötig ist, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr den OBD-Link LX-Adapter angeschlossen habt, fängt dieser an zu blinken und möchte sich mit der MotoScan-App verbinden. Zu diesem Zweck ruft ihr die App auf, ja, und dann geht's auch schon weiter. Ja, das heutige Video mit dem Ölwechsel ist fertig und wie sagt der Kölner so schön, wer sich Arbeit hätte, hier Don, darf sich eine Trinke hier. Tschüss.